Ich meine, würde ich nochmal neu mit YouTube anfangen. Wie viel gibst du mir jetzt irgendwie? Dekor bestimmt. Mit all dem Wissen, was ich jetzt über die Jahre angesammelt habe, dann wird das nicht alles so schrecklich sein. Moin Bernox, na, was geht ab bei dir? Wenn du Mod bekommst, komm in 20 Jahren wieder. So, könnte ich jetzt hier eigentlich genau die... ja, ist die Temperatur ist okay, aber nee, komm, ignorieren wir dort erstmal alles. Der kommt von dir. Ja, ich meine, er hat Glück, dass ich gerade in einer spaßigen Laune bin, sonst hätte es direkt den Bannhammer gegeben, auf das er nie wiederkommen wird. Nie wieder, sage ich dir. Kommen die hier noch irgendwie rein oder so? Nee, warum habe ich das Gefühl, dass immer mehr Dampf rauskommt? Das finde ich nicht gut. Ich soll Tuniax bannen? Nee. Der hat noch nichts gemacht. Der hat mich noch nicht genug genervt. Dein Mod ist dir peinlich, ja? Ich meine, meine Mods sind Mod. Mod, not. So, mit den beiden habe ich Leute, die sich reimen und bei denen ich weiß, dass sie vollkommen gut sind. Ich bann dich gleich, Tuniax. Versuch's. Ich möchte sehen, wie du ihn versuchst, auf meinem Kanal zu bannen. Komm, zeig mir das mal. Ich bin sehr interessiert daran, das zu sehen. Ich höre mich ein bisschen an wie Katze aus Craft Attack. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oder wer das ist. Ist wieder die Schatten darf sich alt fühlen Stunde. Craft Attack. Okay, komm, ich mach mal was. Ich speichere mal ganz kurz. Mit einem hervorragenden Namen dafür. Und dann google ich mal eben schnell Craft Attack. Speichern dauert ja ewig, stimmt. Ich habe da was vergessen. So. Craft Attack. Nun. Ich hätte jetzt gedacht zumindestens, dass es irgendeine Serie ist, aber ist es nicht. Oh Gott, jemand hat mich... so viele Anschreibungen. Was ist denn das hier alles? Achso. Okay, fair enough. Wie alt ich bin? Da steht unten im FAQ beantwortet. So, warte, warum? Was ist hier? Achso, die Leiter hat Schaden bekommen. Oh, gut, das verstehe ich, dass die Leiter Schaden bekommen hat. Ja, komm, machen wir die mal hier weg. Die brauchen wir nicht mehr. Wir haben sie gebraucht, jetzt nicht mehr. Mein Thomas. Na, was geht ab bei dir? Hast du mich auch geradet? Mal als doofe Frage. Ich weiß nicht, ob du gestreamt hast. Weil wenn ja, dann scheint... das ist auch 70, schöne 70 Grad warm. Das ist ja super. Sehr sympathisch von dir, Wasser. Dann muss ich hier mal was tun gegen diese Hitze. So. Dass sie nicht bei mir in die Basis kommt. So. Oder nicht weiter reingeht. Immer noch jünger als ich. Gestern ja. Ja, gestern. Ich weiß nicht warum. Streamlabs hat momentan ganz große Probleme damit, bei mir zu zeigen. Oder einige Sachen anzuzeigen. Das sind dann Raids, Hosts oder dass mir jemand abonniert. Das wird mir zum Teil einfach nicht angezeigt. So, und dann fühle ich mich halt immer im Nachhinein super schlecht deswegen.
Hierfür gibt Tuniak seinen Spendenausweis. Immer noch jünger als ich. Heute nur genetflixt. Ah, nachvollziehbar. Also, jetzt nicht hundertprozentig für mich, weil ich habe kein Netflix. Aber ich habe auf Netflix, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, die Serie. Bernox, vielen lieben Dank für den Follow. Die Castlevania-Serie ist unglaublich lustig, wie ich finde. Ebenso, also es ist nicht lustig, aber auch gut. Violet Evergarden ist, meine ich, auch auf Netflix. Kann ich beide empfehlen. Und The Umbrella Academy. Ich glaube, das war auch auf Netflix. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. War ein Geschenk, 2 Monate. Ist ein Geschenk. Wechsel zu Tippi. Auszahlung dauert ewig bei Tippi. Ich habe bisher, ich meine, ich nutze momentan Streamlabs für Donations oder ähnliches. Weil ich halt zum einen, ne, nimmt sich Streamlabs so einen kleinen Teil selbst weg. Ne, das ist für mich dann im Sinne von, die geben mir eine kostenfreie Streaming-Software, die eigentlich super gut funktioniert und hervorragende Customability gibt, und dass sie dann halt so ein bisschen von abzwangen, ne, auch wirklich nicht viel. Das ist für mich vollkommen okay, ne? Im Sinne von, ich gebe den Entwicklern damit was wieder. Aber ja, von Tippi habe ich halt schon eine Menge gehört, aber ich habe ein bisschen Sorge. Oder ich habe momentan noch nicht so viel Lust, irgendwie zu wechseln. Und selbst wenn, ich hätte so ein bisschen Sorge, was Tippi oder ähnliches angeht. Sonntag wird es weiter gestreamt in VR, also ich sterbe dann in Real Life. Oh, wait, spielst du ein Horrorspiel oder wie? Bist dann auch mal weg. Dann wünsche ich dir auch eine gute Nacht, Dragon Nation. Ja, aber der Zeichenstil gefällt mir nicht von Castlevania. Oh, das ist schade. Das ist schade, aber gut, dann kann man nicht viel machen, ne? Deine Sorge ist berechtigt. Vermutlicherweise, und da kenne ich mich, ich bin halt zum einen eine faule Sau und zum anderen bin ich da Informatiker durch und durch. Komm, ich nehme mal Eis und dann möchte ich ganz schnell hier Storage Bin reinsetzen, die Instant bauen und dann packen wir dort einfach alles Eis, was wir finden können, rein. Moin Aramea, lange nicht mehr gesehen, was geht ab bei dir? Aber ja, ich hab so ein bisschen Sorge, ne, es gibt ja diesen schönen Spruch, never change a running system, und genau dafür habe ich halt Sorge. So, 8er Prio und zwar Eis und Schnee. Du bist ja noch immer auf das, achso, Liquefiable Polluted Ice. Ich bekomme meine Spenden erst so gefühlt 3 Wochen später, also die über kein PayPal. Ja, das ist halt lange, ne? Sind wir mal ehrlich. Endlich in Deutschland angekommen. Yay! Oh. Höre ich da gerade wieder einen Meteoritensturm? Sturm, nicht Sturm. Ja, tue ich. So, 72, 81. Okay, das geht. Wait, hat das Ding gerade, hat die Bunkertür gerade Meteor-Damage bekommen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Und? Okay, die Leiter trifft mich nicht. Ah, hervorragend. Jetzt habe ich endlich einen. Also ich habe TP und bin zufrieden. Die der Horrorspiel in VR und Beat Saber, der mit Cam, die also ich singe jetzt. Alle meine Enzchien schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Jo. Ich muss da auf jeden Fall. Dass die Meteore einfach so gut treffen, ne? Schrecklich. Muss das einmal ein bisschen länger machen. Gute Nacht, Tuniax. Ja, schön, dass das, was eigentlich hier oben alles freihalten soll, zu
Oldswood. Warum schaut... Wait. Habt ihr Meteorschaden bekommen? Warum? What? Das muss ein Fehler sein. Okay. Ah, Research complete. Hervorragend. Solid Fuel Thruster. Gut zu wissen, dass wohl anscheinend eine Bunkertür nicht funktioniert gescheit. Finde ich nur super doof oder so. Das hätte man mir auch sagen können. Gut, jetzt muss ich aber hier unter Station tatsächlicherweise nochmal wieder die normale Research Station bauen. Würde ich hier das jetzt nicht zwingend auf 9er Prio machen müssen. Machen wir mal eine 7er Prio draus. Das ist doch eine bessere Idee. So, und geben dem Strom. Es werde Strom. Wie viel Interstellar Research habe ich denn noch? Ich meine, ich habe jetzt 300 bekommen aus der einen Mission. Warum hat Mod so viel Stress? Hat er einen Sonnenbrand bekommen? Food Poisoning, Slime Lung, Fluorescent, Zombie Spores. Oh. Nun, das ist natürlich nicht schön. Breakdown sind 50. Gut. Und okay, für die Cod ist niemand eligible. Genau, jetzt habe ich hier Burns Refined Iron Oxalide. Achso, das ist der Thruster einfach nur. Hier kriege ich erst die Petroleum Engine. Ich weiß, funktioniert der oder ist der Thruster gut? Schön. Bin mir unsicher. So, ja, wir haben jetzt hier Immovable Object. Danke. Fragen über Fragen. So, woran arbeitet ihr jetzt gerade? Es kann nicht hier dran sein, sonst wärt ihr schon längst. Damit fertig. Punkt. Arbeitet ihr hier am Stahl? Gut, das haben wir fast fertig. Ja, das ist. Hä, bitte? Warum? Das ist doch ein Fehler, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gewollt ist, dass die Meteoriten durch unsere Bunkertüren durchknallen können. Ne, beim besten Willen jetzt nicht. Achso, und jetzt muss ich hier oder möchte ich hier noch was anderes machen. Und zwar. Ich möchte hier eine Backwall einsetzen. So, eine Drywall. Mache ich mal aus Granit. Igneous Rock mache ich mal aus Igneous Rock. So. Nee. Doch. Nein, doch. Oh. So, dann mache ich mich hier nochmal zwei Bunkerteils hin. Und hier zwei drüber, da zwei drüber. Und mach das mal. Wobei, das kann ich jetzt sogar auf 7er Prio machen. Ja. Dass das gebaut wird. Und hier möchte ich Leitern haben. Wehe, ihr baut euch jetzt den Kopf ein. Dann gibt hier aber. Gibt's hier. Dann wird geklatscht, aber kein Applaus. So, dann kann ich hier nämlich an das Abyssalite, was da momentan chillt. Nee, das ist dafür da, dass dort Kram abfließen kann. Dann kann ich nämlich hier. Würde das Schaden machen daran? Ich weiß es nicht.
So, ne? Ihr müsst jetzt die... Schrei doch bitte nicht so. Ne, ihr müsst die obere Decke davon machen. Ihr müsst die ganzen Space Scanner machen. Ach ja, die brauchen Strom. So. Oh. Oh, okay. Du sollst ein grünes Signal senden, wenn du meine Rakete siehst. Und dann muss ich halt einfach selbst abschätzen, wie die Lage ist. Mit den... Ihr habt euch eingebaut, ne? Ja. Wie die Lage ist mit dem Losschicken. Ich meine, Losschicken selbst ist halt nicht schlimm. Oder kein Problem. Ich sehe es zumindest als keins. Also... Creases Rocket... Oh Gott, das Ding ist ja riesig! Must be built in unoccupied space. Was ist das hier? Ist das... Das ist Petroleum. Warum liegt hier Petroleum? Oh, ich verstehe warum. Okay. Es ist okay. Ich weiß nicht, ob der ich den Solid Fuel Thruster brauche. Bin ich ehrlich? Ich glaube nicht. Oder ich glaube nicht, dass ich ihn benutzen muss. So, ihr braucht noch oder wartet auf Materialien. Habe ich positiven Keramik? Ja, habe ich. Bei 4,4 Tonnen davon schon wieder für anderen Kram genutzt werden. Ist es noch hier drin, was genutzt werden soll? Ich glaube. Nee, das ist schon fertig. Aber ich habe das Gefühl, dass das hier irgendwie unreachable ist für die. Conductive Wire, da. Errands. No priority. Hm. Ich meine, um fair zu sein, ich kann das ja eigentlich auf eine 6er Prio runtersetzen, ne? Weil ich möchte jetzt nicht so schnell die nächste Rakete losjagen. Jo. Tatsächlicherweise möchte ich ganz viel eher das Ding da weg haben. Ne, weg mit dem Airblock, dann kann ich nämlich wo ist der hier runter? Okay. Achso, ja, ich habe hier einen Atmosensor. Ah, ja, okay, stimmt, so war das. Ich habe hier einen Atmosensor und sobald das Ding weg ist, kann ich die Rakete wieder vollpumpen mit Dampf. So, up. Bis sie wieder 900 hat, weil ich glaube, dass ich zumindest noch eine zweite Mission machen muss, damit ich den Rest erforschen kann. Na, also eine zweite Dampfraketenmission. Du sagst gerade Scanning, aber höchstwahrscheinlich findest du nichts, ne? Ich meine, das Ding schaut cool aus, ne? Jetzt nicht gelogen. Aber kannst du mir irgendwie sagen, ach, da brauche ich jetzt aber hier ein Oder-Ding, ne? Wenn du sendest ein grünes Signal, du sendest ein rotes Signal, du sendest ein rotes Signal. Ja, okay, dann machen wir das anders. So, das Ding kann weg. Ja, uff. Cancel die Construction.
So, Automation, und zwar, ich brauche ein Oder-Gate. Das könnte ich auch hier schon reinsetzen. Was sind eure Inputs? Was ist der Output? Okay. So, so, zack. Und zwar... So. Deconstruct das. Ne, ich muss die Verbindung zwischen den beiden deconstructen. Ne, das heißt, sobald einer von den beiden ein grünes Signal schickt, oder halt irgendein positives Signal schickt. So, hervorragend. Upsa. Achso, ich muss auch hier mal ganz kurz das am entfernen. Sobald einer von denen ein grünes Signal schickt, geht das auf. Und damit kann ich halt die... Ja, das macht hier mein... Es ist doch nicht fair. Wer hat gesagt, dass du hier kaputt machen darfst? Muss ich noch eine zweite Ebene an Bunkertüren hochsetzen? Das wäre ja super doof. Und nicht unbedingt das, was ich möchte. So. Ne, damit ich noch immer die Kontrolle habe, das Ding rauszuschicken. Ja, das ist doch... Es kann doch nicht angehen. Also, das ist jetzt ein Fehler, der definitiv nicht sein braucht. Ja, das zimmerte einfach durch. Okay, was ist, wenn ich zwei Dingsens dort mache? Nee, ist unter Base, ne? Das Ding ist, zum einen kosten die halt 500 Stahl und zum anderen brauchen die auch Strom. Das ist halt Bullshit. So, im Moment wirst du gerade mit Dampf gefüttert. Das ist schon mal was Positives für mich. So, Ward Seed. Mist, das ist kein Wheeze Ward Seed. Please. Ich will doch nur einen Wheeze Ward Seed. Das ist dann halt... So, ja, jetzt erstmal warten, dass er fertig gespeichert ist. Ich habe 5,9 Tonnen Salz. So, das ist runtergepriot. Dann priore ich das jetzt hoch. Ich will den zweiten Oxygen-Raum haben. Was? Achso, der Bleachstone. Da, Sweep. Gib ihm. Na guck mal, da kriege ich Aluminium her. So, ja, seht doch mal, das kann doch mal ganz schnell gehen hier. So, und dann kann ich jetzt auch schon mal die Gaspipes. Ja, wie mache ich das jetzt gescheit? Also, ich werde drei Gaspipes höchstwahrscheinlich brauchen. So. So. Dort entlang einmal buddeln. Mach's mit mir. Moin Not. Na, was geht ab bei dir? Ah. Ah,
heute ist irgendwie so ein Tag, wo ich weiß nicht, irgendwie funktioniert alles nicht so hundertprozentig, wie ich will, aber es funktioniert doch noch gut genug, als dass ich mich nicht beschweren darf. Es ist alles ganz komisch gerade. Das dumme Leben. Ja, manchmal ist Leben doof. Oder das Leben doof. So, genau. Ich möchte bitte, dass ihr nicht mehr in die Richtung rein oder rausgeht. Denn sobald ihr das macht, kann das zu großen Problemen führen, wenn gleich das hier reinbricht. Reinbrät. Konnte nach dem Stream nicht pennen, war bis 13 wach und hab dann bis 21 geschlafen und dachte mir, zack. Ei. Okay, also ich meine, bis 13 Uhr wach sein ist schon. Ah, kritisch, ne? Wolltest du nicht eigentlich einen besseren Biorhythmus haben? Hatte ich da nicht was im Kopf? Oder war das meine Sache, die ich machen wollte, an die ich mich meine zu erinnern? Ich bin mir unsicher. Eigentlich hätte ich auch hier das Epistolite weg meinen können. Egal. Er war auch da, aber vor 4 Tagen habe ich ihn gebreakt. Ah, fair enough, das passiert mir auch sehr schnell. Jetzt sind plötzlich mein Biorhythmus einfach so. Du hast mich nicht gut behandelt, Sohn. Jetzt ist Zeit, Opfer zu bringen. So, das Innere hiervon ist jetzt alles schon soweit. Okay, das wird jetzt gleich nochmal ganz super messy. So, na, dann machen wir nämlich hier oben nochmal frei, damit wir die Decke da oben fertig machen können. Ich meine, das ist jetzt nicht zwingend wichtig, dass ich die Decke fertig mache. Aber sollte ich dort oben mal entlang arbeiten, dann möchte ich das doch bitte fertig haben. 28 Sachen sind kaputt. Okay, das 28 Sachen, die ich ignorieren möchte. Danke. Ach, jetzt sind hier 2 Gasreservoirs kaputt gegangen, weil es so heiß ist. Mit der Metal Refinery. Ja, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Okay, ich habe eine Idee, was ich machen kann. Und zwar ist die Idee folgende. Wir prioren das hier mal runter. Und prioren dafür unseren Hydrogen Generator Stuf hoch. So, macht das Wasser hier weg. Schnell. Pronto. Na, da drin kann ich es nicht gebrauchen. Die Tür soll nicht mehr benutzt werden. Schon mal. Mein Gasfeld hat keinen Strom. Stimmt, das Ding braucht Strom. Und muss jetzt schnell wieder rein, bevor es zu spät ist. Ah. Zu spät. Ist ja nicht so, als hättest du eine Arbeit, ne, für die du wach sein musst. Ne, und mit der du Geld verdienst. Oh, wait. Da war was. Jo. 7er Prio. Das heißt, damit haben wir schon mal den. Warum ist jetzt hier 2 Kilogramm CO2 drin? What the frickin' frick? Was ist passiert? Woher? Was? Ist im Meteorit reingefallen schon wieder? Das ärgert mich jetzt wirklich, ne, dass hier Meteoriten reinfallen. Dafür habe ich nicht diese Bunkertüren gebaut. Damit dort Meteoriten reinfallen können. Und Kira hat sich eingesperrt. Sie kommt da nicht raus. Shit. Okay.
Warum? Warum müsst ihr euch immer umbringen wollen? Was habe ich euch getan, damit ihr euch umbringen wollt die gesamte Zeit? Danke. Ihr absoluten Vollaffen. Unglaublich. Ich krieg... Wenn das hier ein Kind haben ist, dann weiß ich definitiv, was ich nicht in meinem Leben machen möchte. Also der Gasfilter braucht noch Strom. Strom. Ja. So, Gasfilter hat Strom. Ne, damit kriegen wir jetzt mal hier so ein bisschen was von den Gasen weg, die wir nicht haben wollen. Bisschen was. Wie gesagt, die Elektrolyser sollen ja eigentlich dann... Hydrogen herstellen für mich. Ihr habt kein Liquid Output. Wofür braucht ihr den Liquid Output? Okay. Stimmt, ihr kommt mit Frischwasser wieder raus, ne? Achso. Nee, ja. Alles gut. Ja, da kommt jetzt wieder Liquid Bridge hin. So. Das ist... Nee, das war richtig rum. Da fork ich den Schmuh rein. Und dann kommt das hier verteilt raus. Hervorragend. Tada! Un problema gelösto. So, mach mal bitte die Tür noch fertig, dann kann ich den ganzen Kram da drin weg raushauen. Und dann sind wir alle glücklich. Dann baut die Tür! Baut sie! Achso, ihr könnt sie nicht bauen. Weil ihr gar nicht hinkommt. Verstehe ich. Verständlich. Ist schon richtig so. Ihr habt euch selbst wieder eingebaut. Doch, doch, das passiert. Ne? Das ist ja eure klassische Sache, die ihr macht. Ne, ihr lauft umher und denkt euch so, ja, jetzt einbauen. Easy. Ne, das Leben schwerer machen. Das ist es, was ich tun muss. Ne? Das Auto. So, das Teleskop ist fertig. Wir haben jetzt den Gilded Asteroid. Der hat Gold, Fullerene und Pyrite, also Fool's Gold, Katzengold. Pyrit, glaube ich, ist es im Deutschen. Nebst Katzengold. So, dann move debris into storage 9. Alles, was da drin ist und nicht gebraucht wird, weg. Straight to jail. Ah, das ist ein super Meme. Finde ich super. Hervorragendes Meme. Achso, und dann jetzt noch einmal die ganzen Kram hier auswischen. Ey, das ist ja eine ganze Menge, was ihr jetzt habt. So. Sind hier noch eine knappe Tonne an Kram zum Wegräumen? Okay. So. Zack.
Damit dürften die Räume gleich leer sein. Ja, das wäre schön. Das wäre wirklich hervorragend. Jo. Die freuen sich. Ist da noch... Achso, da ist noch Sandstone. Warum ist der nicht im Befehl mit drin? Weg mit dem Sandstone. Wer hat den... Hat den irgendjemand den einfach wieder hingelegt? Also, ja, hochgehoben. Na, nicht meine Aufgabe. Dann frag wen anders. So ein bisschen SpongeBob-mäßig. So, wenn du das... Achso, das fällt jetzt hier runter, ne? Ja, und dann wird da unten der Kram wieder weiter zugemüllt. So, und wie schaut's hier aus? Die Rakete wird weiter befüllt. Das ist schön zu wissen. Was war das jetzt gerade für ein... Dust-Komet. Okay, da kommt also Regolith raus. Und das hier scheint Eisen zu sein. Okay, das heißt, wir sind jetzt bald wohl auf dem Weg Richtung Gold. Gold, Gold! Also Richtung Gold-Meteoritenschauer. Dass wir dann nochmal Modlo schicken können. Apropos Modlo schicken. Genau, unser Interstellar Research ist so ziemlich leer. Ich glaube nicht nur so ziemlich, sondern ist leer. Gut, dass wir das dann geklärt haben. So, dann macht jetzt mal bitte als nächste Prio, na, als nächste hohe Prio, die Dingens da drin. Richtig. Habe ich hier irgendwo. Drainage, Gaspump, Conductive Wire, Insulated Gaspipe. Ist irgendwo ein Bleachstone zwischen? Muss ja eigentlich, ne? Das muss ja das Chlor verursachen. Ich sehe ihn aber nicht. So, damit seid ihr fast fertig. New Printables. Nope, nichts davon ist von Interesse. So, zack, zack. Das bedeutet, du bist abgeschlossen. Und hervorragend. Die Tür ist auch zu. Nicht mehr von Interesse. So, du Pappnase, wirst dich jetzt bitte nicht hier selbst einbuddeln. Danke. Ich werde sehr verbunden. Ah, okay, die sind noch nicht eingestöpselt. So, und jetzt werden die ganzen Gasreservoirs gebaut. Genau, dann wäre mein erster... Doch, ich mach das schon mal hier unten. Ich habe jetzt die gesamte Zeit drüber nachgedacht. Warum ist hier das Teil kaputt? Ach, weil da Gas drin ist. Oh no. Deconstruct. Okay. Prio, mach mal bitte das hier kaputt. Boah, was möchte ich das machen? Petroleum ist, glaube ich, die klügste Idee, was ich dann als Lok machen kann. Als Wasserlok. So, 9. So, dann einmal den Kram wegwischen. Und dann kann ich jetzt hier stopp, das mache ich gerade falsch. So. Nein?
Achso, genau, jetzt so. Und achso, ich könnte auch noch mal ein bisschen breiter machen, so. Dann hier das Teil rein und dann kann ich jetzt da theoretisch ein bisschen Petroleum reinsetzen. Machen wir jetzt direkt. So. Indem ich jetzt hier unter Plumbing Liquid Vent nicht hundertprozentig mitgedacht. Müssen wir das erstmal wegreißen. Ja gut, erstmal, jetzt zum einen muss das Wasser hier weggemacht werden. Zum anderen muss der Kram hier gebaut werden. Und dann kann ich hier oben schon mal ein... da Ventilation, ein High-Pressure-Gas-Vent reinsetzen. Das schaut schrecklich aus. Oh Gott. Wieder so eine Serie, wo man so richtig schön heulen kann. Welche Serie, was? So. Sollte ich bitte wegmachen, damit das hier so ein bisschen runtergehen kann und mich damit nicht mehr stört. Ich habe gerade Anne with an E zu Ende geschaut. Okay, die sagt mir nichts. No, das war wohl eine Menge. Oh, Jesus. Oh no, wie viel Dampf war das? Nun. Ne? So viel zu meinem ursprünglichen Plan, den ich hier hatte. Was ein Humbug, Mann. Was soll dieser ganze Müll? Ich will doch eigentlich nur... Warum muss das alles so kompliziert sein hier? Warum? Hä? Warum? So. Räum den Kram schnell weg. Bitte, danke. Dann. So, bitte, danke. Ich will jetzt nämlich endlich anfangen, dort, Hydrogen reinzuzimmern, dass die Weezwards endlich mal anfangen können, kalt zu machen hier in diesem Raum. Gott, vermaledeit noch eins. So. Plumbing. Liquid Vent. Zack. Liquid Pipe. Zack. Ist eine Serie von Netflix so schön und das Ende so schön traurig? Uff, ja, dann bleibe ich da erstmal fern von. Bam, machen wir dazu. Das passt jetzt. Der Dampf wird hier nachher zu Wasser werden. Das ist vollkommen okay. Das ist mir auch vollkommen egal erstmal. Jo.